Hallo zusammen, wir sind hier bei Joke TV. Ich bin Bernie und ich erzähle euch jetzt einen exklusiven Witz, weil Witz ist nicht so mein Ding in meinem Leben, aber ich bin ja auch sehr eine ernste Person. Eigentlich eine Situationskomik, aber jetzt geht's los. Achtung, da fragt einer, was ist der Unterschied zwischen mutig, übermütig und schlagfertig? Jetzt sagt der andere, ja, mutig ist, wenn du mit der Badhose ins Theater gehst. Also nur mit der Badhose, gut. Dann sagt er, ja gut, was ist denn übermütig? Dann sagt er, ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen übermütig, wenn du die Badhose gerade noch abgibst an der Garderobe. Dann fragt er, ja gut, was ist denn schlagfertig? Schlagfertig ist wahrscheinlich, wenn die Garderobenfrau dann fragt, will sie den Knirps da auch noch abgeben? Knirps. Was ist der Unterschied zwischen einem Mann und einem Käse? Was ist der Unterschied zwischen einem Mann und einem Käse? Der Käse reift. Hallo zusammen, ich bin Nicole Bernegger und wir sind auf Joke TV. Ich erzähle euch jetzt einen Witz, und zwar ist das der einzige Witz, den ich mir merken kann. Aus der Primar, muss ich sagen. Dann geht es so. Als Maxli und Vreneli sitzen unter einem Baum, sagt Maxli, oh, schau mal mein Würstli. Und dann sagt Vreneli, oh, schau mal mein Weckli. Und dann sagt Fritzli, und da haben wir noch ein bisschen Senf dazu, auf dem Baum gehockt. Zuerst habe ich die Pointe gebracht, bevor ich eigentlich die Oper gebracht habe. Das ist das Einzige, was ich noch kenne. Alright. That's it. Ja, hallo, da. Ich bin bei Joke TV. Ich bin Olivia Gray, Singer-Songwriterin. Und ich erzähle jetzt hier einen Witz. Also, der Bush, der Obama, der Trump sind gestorben und vor Gott getreten. Gott fragt den Bush, an was glaubst du? Der Bush sagt, ich glaube an freien Handel, an ein starkes Amerika und an die Nation. Gott sagt, schön, komm auf meine Rechtsseite. Er fragt Obama, an was glaubst du? Obama sagt, ich glaube an Weltfrieden, an die Hilfe für die Armen und an die Demokratie. Wunderbar, sagt Gott, komm auch auf meine Rechtsseite. Er fragt Trump, und an was glaubst du? Trump sagt, ich glaube, du hockst auf meinem Stuhl. Yeah. Ihr seht Joke TV und ich bin Sina und nach 10 Jahren habe ich jetzt endlich einen Witz, den ich vielleicht nicht auf die Reihe bringe, aber ich gebe alles. Es kommt ein Deutscher an den Schweizer Zoll und der Schweizer Zöllner sagt, haben Sie Waren? Und der Deutsche sagt, es heisst, sind Sie gewesen? Hallo miteinander, ich bin Susanne Klee. Das ist jetzt mein kleiner Witzli für Joke TV. Also, der Grossvater ist mit seinem Enkel wandern und dann hat er Freude gehabt an dem schönen Wetter und an den schönen grünen Wiesen und hat dann da ein bisschen Gräsli abzöpfelt und hat sein Maul hineingesteckt und dann plötzlich jubelt der Enkel und sagt, Juni, hoi, ein BMW. Und dann macht der Grossvater, ja, was meinst du mit einem BMW? Dann sagt er, ja, weißt du, der Papi hat gesagt, wenn der Grossvater dann ins Gras beißt, dann kommen wir einen BMW über. Hallo, ich bin Stefanie Enzo, bin Jogi. Und ein Witz von mir, Chuck Norris ist so cool, wenn der ins Wasser geht, wird er nicht nass, sondern ins Wasser Chuck Norris.